Show, Leute, was geht? Willkommen zu einem wunderbaren Video. Mit dabei sind Alpha Stein und saftiges Crew. Was geht? Absolut geil. Leute, wir spielen heute gemeinsam endlich mal eine Runde Hide and Seek in Tilted Towers. Und mein Mikrofon funktioniert gerade gar nicht, wie ich hier sehen kann. Wir spielen heute gemeinsam eine Runde Hide and Seek in Tilted Towers, meine Freunde. Okay. Ja, genau, in Fortnite, Alpha Stein. Ich nehme an, dass die Leute das schon selber gesehen haben, dass es sich hier um Fortnite handelt. Ja, genau, Fortnite spielen wir. Ja, den habe ich auch. Der ist absolut geil. Wirklich, der tollste Skin, den ich jemals, also... Alpha Stein, ich glaube, das solltest du längst wissen. Ihr könnt ja auf jeden Fall mal gerne einen Daumen nach oben da lassen, meine Freunde, wenn ihr sagt, dass ihr mehr Hide and Seek sehen wollt. Denn das haben wir jetzt des Öfteren nicht mehr gemacht. So, Stein und Gnu, versteckt euch in komplette Tilted Towers und ich suche euch zwei und danach drehen wir das ganze Spielchen mal um und ich werde derjenige sein, der sich verstecken muss. Und glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Also einer von euch muss mich suchen. Super. Ja, das so, ich gehe mal direkt hier oben auf den Berg und hole mir meine Waffe. Stein, du darfst keine Waffen aufnehmen bei Hide and Seek. Ich nehme an, das weißt du, weil es geht ja darum, dass ich euch... Ich kann nicht mit PS4. Ach Gott, du spielst ja mit PS4, Alter. Ja, moin. Alpha Stein spielt nämlich jetzt mit PS4 seit neuestem. Keine Ahnung, warum er es tut, aber er tut's einfach. Ich komme jetzt einfach mal runter mit meinem wunderschönen Auto reingefahren, Leute. Und dann geht's auch schon direkt los. Ja, geiler Trick, Alter. Wirklich. Absolut toll. Stein, ich weiß genau, dass du geschossen hast. Ich weiß zwar nicht von wo, aber lass es einfach sein, weil das ist unnötig. Denn ja, genau an der Stelle... Halsmaul. Gut, Gnu, Stein, seid ihr schon versteckt? Dann suche ich euch beide jetzt. Ja, ich muss gerade die alten Erinnerungen hier anschauen von damals. Unsere alte Wohnung, Alfie. Gut, weiß jetzt nicht, ob das so clever ist, Gnu, wenn du direkt verrätst, wo du dich versteckst, aber okay. Ich habe eh keine Seele mehr, es ist in Ordnung. Alles klar, gut. Dann stelle ich mich jetzt hin und zähle mal runter. 10, 9, 8, 7, Halsmaul, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, ich komme, Leute. So, wo seid's denn? Wo seid's denn? Oh, hier ist noch ein Shotgun, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Gnu, also ich hoffe mal, dass du dein Versteck jetzt tatsächlich nochmal gewechselt hast. Nein, ich muss alte Erinnerungen entfernen. Gnu, Es tut mir leid, Alfie. Aber du weißt, wie es steht. Also, Gnu, ich hab dich dann jetzt... Das ist mir egal. Lass mich. Ich muss... Ich weiß nicht, wie es aussah. Gnu habe ich dann an der Stelle schon gefunden. Jetzt suche ich nur noch Alpha Stein. Wir wollten schon eine Runde Hide and Seek spielen. Also entspannt euch mal. Gnu hat auf jeden Fall das eine Haus jetzt hier direkt mal kaputt gemacht. Ja. Ich bin leid, es kam über mich, aber Alfie ist ja so gut im Verstecken. Ja, alles klar. Gut, dann habe ich euch beide auf jeden Fall schon mal gefunden. Ich würde sagen, ich verstecke mich jetzt und die liebe Gnu versteckt sich auch. Und wir können direkt anfangen damit. Am besten, wie gesagt, hört doch auf, das Haus hier kaputt zu machen. Alpha Stein, Gnu, geh jetzt hin und such mich. Du hast dich gehen lassen. Du sahst schon mal besser aus. Ich möchte einfach jetzt, dass einer von euch beiden mich... Ich möchte, dass einer von euch... Ich weiß genau, was du meinst. Schau dich mal an. Könnt ihr vielleicht aufhören, Tilted... mich abzuschießen. Wollen wir vielleicht auf... Dann wundest du dich, warum du deine Kinder nicht mehr sehen darfst. Können wir vielleicht einfach aufhören, Tilted kaputt zu machen? Hallo, Alpha Stein. Hallo, Alpha Stein, ey, entspann dich doch mal, Alpha Stein, Junge. Wir wollen Hide and Seek spielen. Wo bist du denn jetzt, du Affe? Was? Ich hab dich gefunden. Du hast mich umgebracht, Alfie. Du musst deine Gewalt in den Griff bekommen, sonst wird das mit uns nichts mehr, Alfie. Schau dich mal an. Wo ist denn das schöne Glänzen in deinen Haaren, das schöne Grau? Du bist einfach nur noch dick und gelb. Du hast ein ganz Ei kurz, auf dem ganz mit kurz. Mit wem hast du dieses ganz Ei? Kurz, ganz kurz. Vielleicht wollt ihr beide erstmal erklären, was hier gerade los ist. Alpha Stein, wo bist du denn? Jetzt komm mal bitte her. Dann spielen wir halt kein Hide and Seek. Gut, Alpha Stein, entspann dich jetzt bitte. Tu die Rakete weg, Alpha Stein. Gut, sehr schön. Alpha Stein, pass auf. Scheinbar gibt es ja dann doch vielleicht das ein oder andere an Klärung. Dieses Huhn. Alpha Stein, tu bitte die Rakete weg, okay? Siehst du, der hängt nur noch an der tu Konsole. Tu die Rakete weg, Alpha Stein. Ey, was macht mehr Spaß? Hör doch jetzt auf, mich zu hauen. Wollen wir jetzt Hide and Seek spielen oder wollen wir eure Probleme lösen? Ihr müsst euch jetzt für eins entscheiden. Wir müssen erstmal unsere Probleme lösen, ansonsten kann ich mit ihm gut, kein Hide and Seek mehr spielen. Gut, okay. Dann herzlich willkommen zu einer spontanen Folge Dr. Revi Helf. Bitte kommt in meine Praxis. Warte, dann machen wir das jetzt einfach so. Folgt mir einmal bitte. Gut, es war alles anders mal wieder geplant. Setzt euch bitte hier vorne. Hier, wir haben hier vorne einen Außentermin. Kommt ruhig zu mir. Ja, Alpha Stein. Oh, das war's. Du bist schon... Gut, okay. Gnu. Kommt jetzt bitte einmal kurz zu mir, Alpha Stein. Hör auf, Alpha Stein. Lass das auch. Aua! Okay, pass auf, wir steigen jetzt hier gemeinsam aus. Du musst deine Aggression in den Griff bekommen. Kommt mal bitte beide her jetzt. Also, wir setzen uns jetzt beide erstmal hier hin. Alpha Stein, bitte pack die Waffe weg. Gut, ihr beide scheint Probleme zu haben. Wie gesagt, es war anders geplant. Alpha Stein, bitte. Alpha Stein, setz dich auf deinen Stuhl. Er will immer nur das eine, wir haben schon lange nicht mehr geadlert. Gut, okay, ich bin mal wieder leicht überfordert gerade mit der Situation. Wie kann ich euch beiden helfen?
Alperstein, tu den Raketenwerfer weg. Alfie ist einfach unkontrolliert aggressiv. Mhm. Er fragt sich, warum er die Kinder nicht sehen will. Und er hat sich total gehen lassen. Okay. Er ist einfach nur noch gelb und dick und er rasiert sich nicht einmal mehr. Okay, okay. Ja, aber nur. Okay, Alperstein. Außerdem hat er einen Nippel unter dem Mund hängen. Das ist kein Nippel. Ich glaube, das gehört dazu bei einem Huhn. Ich wollte aber keinen Huhn. Außerdem hat er ein fremdes Ei und ich weiß nicht, von welcher Ische das ist. Okay, gut. Okay, warte, ganz ruhig. Alperstein, jetzt erklärst du mal ganz kurz, was dein Problem ist mit der ganzen Situation. Junge, verstehst du sie? Guck mal, ich sitze einfach nur da im Fernsehen, gucke, und da kommt jemand immer so einfach. Aua! Okay, du kannst froh sein, dass die Rakete durch mich durchgeflogen ist. Ja, Stein, pack bitte die Waffe weg, okay? Pack bitte die Waffe weg, dankeschön. Okay, alles klar. Und sie ist halt genervt davon, dass du die ganze Zeit am Fernsehen... Ja, aber ich meine, eine vernünftige Beziehung basiert ja auch darauf, dass ihr beide euch gegenseitig unterstützt, oder? Ich hab Geld. Ja. Das reicht nicht, Alfie. Also, Alperstein, so funktioniert das heutzutage Außerdem, nicht. Was ist mit deinen Augen passiert? Das kommt von vielen Computerzocken. Ja, das kann gut sein. Irgendwie. Scheiße. Außerdem seid ihr deine Augen total rot unterlaufen. Du hast schon wieder zu viel Alkohol. Dumm, getrunken, Alter. Alperstein. Und dann hat er immer diese komischen Aussätze. Er hört mir nicht zu. Alperstein. Alfie, hör mir zu. Alperstein, warum hast du da jetzt eine Treppe hingesetzt? Stellst du meinen Controller? Okay, alles klar. Ich bin geistig verwirrt, wenn du auf dem Controller spielst. Alperstein, pass auf. Hast du denn schon mal überlegt, einfach wieder zurückzukehren zur guten alten Computersteuerung? Also vielleicht die PS4 hinter dir zu lassen? Ja, aber es kann ja sein, dass das einfach mit... Okay, Gnu, du brauchst jetzt auch nicht weinen. Es kann ja auch einfach sein, dass das mit der Grund ist, dass halt Alperstein bitte hör auf zu trinken. Gnu hat ein Problem damit. Also momentan habe ich das Gefühl, dass Gnu, ich glaube, du verlangst deinem Alperstein, deinem Alfie sehr viel ab. Ja, brauchst natürlich eine Menge Aufmerksamkeit, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Stinkt ja auch einfach so absurd. Ich bin nur ein Mann. Gut, also Alperstein, und ich glaube, bei dir ist das Problem, dass du ein wenig faul geworden bist und hast dich ein bisschen gehen lassen und dein Alkohol- und Aggressionsproblem momentan sehr auf euer Beziehungsleben einwirkt. Ja, und diese und diese seltsamen Aussätze immer. Alfie, du kannst mir nicht mal mehr in die Augen schauen. Ich frag mich gerade. Alfie, schau mich an. Schaust du schaust immer an mir vorbei, du siehst mich überhaupt nicht mehr. Du bist ja auch schon älter geworden. Was mache ich denn hier gerade, Alter? Was ist denn das für ein Video? Okay. Es gibt jetzt, wie gesagt, folgende Möglichkeit. Ich glaube, es... Alperstein, bitte hör auf zu trinken. Ich glaube, es wäre wirklich wichtig, dass ihr beide... Alperstein, ich sehe, dass du trinkst. Er hat ein ernstes Alkoholproblem. Ja, Alperstein. Ich glaube, es ist wichtig, dass du erstmal eine lange, lange Entzugstherapie vielleicht machst und versuchst auch diese ganze Zeit diese Säfte zu trinken. Gnu, du musst auf jeden Fall... Alperstein, hör jetzt auf! Okay, aufhören. Tu die Waffe. Tu die Waffe weg. Nein, ist es nicht. Alperstein, tu den Raketen. Tu den Raketenwerfer weg. Alperstein, hör auf mit Raketen hier rumzuschießen. Okay? Also, Gnu. Ich glaube auch, dass von deiner Seite eine Menge Änderungspotenzial besteht. Ich glaube, dass du auch mal hingehen musst und vielleicht Alperstein ein bisschen mehr Freiraum in eurem Beziehungsleben. Nein, Alperstein, das meine ich nicht. Ich glaube, du darfst im Haus genauso anpacken. Das ist momentan, glaube ich, sehr einseitig von Gnu. Aber ich glaube, Gnu, dass du Alperstein noch ein bisschen mehr Freiraum lassen musst in dieser ganzen Geschichte. Der ist doch den ganzen Tag gar nicht da. Der hat sich einfach 3 Wochen nicht gemeldet. Jetzt sitzt er auf einmal hier, stinkt nach Alkohol und sieht aus wie ein dickes Huhn. Alperstein, hör auf zu trinken. Dann wundert es sich, warum ich ihm die Kinder nicht zeige. Gut, also ich glaube, ihr müsst jetzt Folgendes tun. Ihr müsst jetzt wirklich grundlegend hart an euch arbeiten, weil sonst einfach diese ganze Beziehung nicht mehr funktionieren kann und dann vielleicht wirklich nur noch eine Scheidung in Betracht zu ziehen wäre. Und ich meine, das wollen wir ja wirklich nicht. Ihr wart ja eigentlich mal eine lange Zeit sehr glücklich, oder? Nee, man stinkt nicht mehr. Alperstein. Hör auf! Ja, okay. Okay, alles gut. Alperstein, hast du verstanden, was das Problem ist? Dass ihr jetzt beide eine Menge mehr an euch arbeiten müsst? Gut. Und Gnu, stimmst du dieser ganzen Geschichte auch zu? So halbwegs, ja. Dass es verschiedenste Dinge gibt, die er... Das macht er immer. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich weiß, Alperstein, hör auf zu trinken! Die müssen uns helfen, was soll denn das? Hör auf zu trinken! Wir müssen untersuchen. Alperstein, okay, pass auf. Wir bleiben jetzt erstmal... Das waren meine Möbel. Die waren teuer, okay? Ich Gut. Die müssen ihn unbedingt untersuchen. Ich glaube, er hat irgendein Virus in sich drin. Setz euch ruhig. Und nennt ihn auch den PlayStation-Virus. Also, Alperstein, vielleicht wäre es auch von deiner Seite angebracht, dass du ein bisschen weniger an der Konsole hängst und ein bisschen im Haushalt mithilfst, oder? Yeah. Hör auf den Fernseher zu gucken. Nein, ich kann besuchen. Okay, also siehst du... Wenn du mal mich wieder anschaust. Also siehst du ein, Alperstein, dass du das ein oder andere Problem mit sich bringst. Gut, sehr gut. Und Gnu, siehst doch du ein, dass du deinem Mann Alperstein, so besonders er auch sein mag, ein bisschen mehr Freiraum geben musst?
Nein. Ich gebe mir doch genug Freiraum. Der hat sich einfach 3 Wochen nicht gemeldet. Ich habe den Kindern allein gelassen. Die habe ich selber rausgepresst. Alphastein, ich glaube, es ist jetzt wirklich wichtig, dass ihr beide vielleicht mal wirklich eine Art Beziehungsurlaub macht und eine Zeit gemeinsam verbringt an einem richtig schönen Ort, oder? Ich meine, ihr zwei, jetzt ist ja auch bald Weihnachten und so. Das könnt ihr dann auch richtig schön zusammen feiern. Vielleicht über Nikolaus mal gemeinsam einfach ein kleines bisschen Urlaub machen, oder? Papa, Angst, was sich unter dieser Hose verbirgt. Er ist ja nicht mehr derselbe, wissen Sie? Naja, ich glaube, da kann man auf jeden Fall... Er holt das Zeug die ganze Zeit aus seinem Schritt raus, wissen Sie, was ich meine? Man kann halt, glaube ich, eine Menge durch gutes Training und verschiedenste Dinge... Ich glaube nicht auf euch. Okay. Alphastein, stimmst du denn zu, dass vielleicht so ein Beziehungsurlaub das Richtige für euch beide wäre? Alphastein. Okay, möchtest du vielleicht dann einfach nochmal schauen, dass ihr euch gemeinsam, ihr könnt ja mal kurz mitkommen, hier vorne, vielleicht einfach ein neues Apartment sucht, hier im Bricks House und von da an einen kleinen Neuanfang wagt. Vielleicht auch erstmal ohne... Hat doch unser ganzes Vermögen versoffen. Ja, aber das ist nicht so schlimm, die Häuser hier sind momentan sehr, sehr günstig. Hier ist sogar eine Sicherheitsanlage mitten im Eingangsbereich, wie ihr sehen könnt. Alphastein, bitte tu die Rakete weg, okay? Tu die Rakete weg, Alphastein, sonst muss ich dir in den Kopf schießen, das möchtest du nicht, oder? Alphastein, bitte. Er ist unberechenbar. Alphastein, bitte. Ich habe gesagt, es werden keine Raketen mehr geschossen, okay? Gut. Alphastein, pass auf. Dann würde ich euch beide jetzt bitten, dass ihr vielleicht einfach nochmal hier in diesem wunderschönen Haus Platz nehmt und einen kleinen Neuanfang wagt. Was haltet ihr davon, hä? Denk mal, das eine Woche lang betreuen. Alphastein, du hörst auch das Trinken auf. Ist das klar? Hör auf zu trinken. Gnu. Ja, Gnu wünsche ich das von dir, okay? Hör auf. Oh. Das hat, glaube ich, niemand gesehen, glaube ich. Dann, Ja, wo war die Wohnung noch gleich? Die ist oben. Was machen oben. Sie denn mit Gehen Sie ruhig mal nach oben. Gehen Sie mal ruhig hoch. Ich kümmere mich hier unten um die Tatortreinigung. Das ist ja... Geh doch auch mal ruhig nach oben, Alphastein. Geh mal nach oben zur Gnu. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß jetzt da oben. Und dann sehen wir uns in der Woche zu einer weiteren Therapiestunde wieder, ja? Okay? Okay. Macht's gut, ne? Tschüss. Oh mein Gott. Ja, Leute. Absolut seltsames Video. Ah ja. Genau das. Ich würde auch gern wissen, was das jetzt gewesen ist. Keine Ahnung. Ich hatte vor, eine Runde Hide and Seek zu spielen, aber... Schaut gern bei Gnu vorbei. Bei Alphastein. Alfie? Yeah! Wo bist du? Glaub, das wird schon wieder. Alfie, unsere Wohnung existiert nicht mehr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, Alter. Ciao!